Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal eine weitere Loadout-Challenge und zwar der Fox McCloud. Dafür haben wir dabei Sanitätsdroide, Körperschild, Sprungpack, Kämpfernatur und die DL44. DL44, ja, ist richtig. Wir spielen den Modus Kampfläuferangriff hier auf Außenposten Beta. Gibt es jetzt auch keine super passende Map dafür, aber wir nehmen hier auf jeden Fall gleich mal den Flieger und setzen uns da so hinter meine Deckung. So, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Aufträge, deswegen nehme ich auch schon den Flieger. Wir müssen nämlich 5 Kills mit dem Flieger machen und ich glaube, das wird verdammt schwierig. Wir hoffen mal, dass wir den jetzt hier direkt... Jawohl, einen Kill haben wir schon mal. Super, so Fliegeraufträge sind immer so ein bisschen schwierig, gerade weil ich einfach nicht gut bin mit dem Fliegen. Alter, jetzt verfolgt mich das Ding immer noch. So, na also... Wir dürfen Infanterie-Kills machen, als auch normale. Ich sehe nur keinen. Da sind bestimmt wieder welche auf diesem Hügel. TIE-Jäger, einen haben wir wieder. 2 Kills, das läuft ja besser als geplant. Wirklich, wirklich super. Ansonsten müssen wir insgesamt 20 Kills haben, 5-mal Heilungen, Merkmal einmal auf Stufe 3 bringen und wir dürfen keine Power-Ups benutzen. Da treffe ich doch irgendwas. Nein, ich... Da hat mich einer mit dem Neutralisator getroffen. Ich konnte nicht mehr hochziehen. Aber wir haben 3 Kills gemacht, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Das war ein sehr guter Flieger. Sehr, sehr guter Flieger. Guten Tag, der Herr. Aua. Jetzt weiß ich auch, warum der sich nicht bewegt da hinter seiner Deckung. So, wir spawnen natürlich ganz woanders. Wer ist denn überhaupt Fox McCloud? Werden sich die einen oder anderen vielleicht fragen. Und was hat es mit den ganzen Items auf sich? Kann ich auch mal erklären. Und was habe ich vielleicht von dem überhaupt gespielt? Also, Fox McCloud ist auch mal wieder eine der Charaktere, die aus dem Nintendo-Hause kommen. Ist dieser, ja, Fuchs, der im Weltraum rumfliegt. Ich denke mal, größtenteils bekannt. Entweder durch Smash Bros. Oder aber durch, Alter. Oder aber durch den neuesten Ableger von ihm, dieses Star Fox U, heißt es so? Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Ich wollte das eigentlich nochmal kaufen. Hab's aber bis jetzt noch nicht. Ich bin eigentlich nicht Fan, aber ich bin auf jeden Fall interessiert an dem Spiel. Aber ich hab's irgendwie nicht gemacht. Also eigentlich, wirklich kennen tue ich ihn auf jeden Fall. Durch Smash Bros. Als auch durch... Die Lylat Wars, also das Lylat Wars Spiel auf dem N64. Es gab schon ein Star Fox Spiel auf der Super Nintendo. Und dann sollte da eigentlich ein zweiter Teil kommen, kam aber nie. Und dann kam Lylat Wars auf dem Nintendo 64. Und dann kam, ich glaube Star Fox Adventures auf dem Gamecube. Das war nochmal was ganz, ganz anderes. Und danach kam halt das für die Wii U, ne? So, das war die ganze Geschichte hier. Die heilen wir mal hier hoffentlich. Können auf jeden Fall gerade versuchen, unser Merkmal hochzutreiben. Wäre zumindest ganz gut. Haben wir den? Ne, der ist leider vorher schon tot gewesen. Aber wir können auch nochmal gucken, ob wir hier irgendwo Flugzeuge sehen, Raumschiffe sehen. Aber ich sehe gerade keins. Das wäre ja sehr, sehr schön. Ansonsten, wir haben natürlich jetzt auch noch Erklärungen. Das Sprungpack ist der Dash aus Super Mario 64, sage ich schon fast natürlich. Aus Super Smash Bros., das ist da immer diese Fähigkeiten, die haben. Die haben da ja mehrere Fähigkeiten. So, wir nehmen natürlich nicht das Power-Up, also wir benutzen das nicht. Nicht wundern. Der ist da der Dash, den man da hat. Das Schild ist zum Beispiel auch eine Fähigkeit, das ist runter B, womit man dann Schüsse reflektieren kann und so weiter. Ansonsten, der Medidroide soll den technischen Heilungsfortschritt in dieser Welt darstellen. Das merkt man zum Beispiel auch, die ganzen Piloten von Star Fox, ich weiß gar nicht warum, da wird sich vielleicht einer auskennen, haben auf jeden Fall ihre Beine amputiert bekommen, ich glaube, damit sie fliegen können. Und die haben so gesehen dann so Cyborg-Beine, wenn man mal drauf achtet, kann man das mal gucken. Das ist ja so eine ganze Crew, die da immer mitfahren. Und der allercoolste ist auf jeden Fall der Frosch. Der Frosch ist auf jeden Fall der Boss im Haus. Es gibt da auf jeden Fall den Hasen, Peppy Hare heißt der. Dann den Frosch Slippy Toad, keine Ahnung, Slippy Toad wahrscheinlich. Dann gibt es den Fox McCloud und dann noch den Falco Lombardi. Falco Lombardi und auch Fox gibt es halt zu spielen in den Smash Bros. Teilen, deswegen dürften die bekanntesten sein. Ich will den Flieger! Gib mir den Flieger, nimm ihn nicht! Nein, ich will, ey, das ist doch so lächerlich, wie der da einfach nur auf mich geht. Ich will doch nur diesen Flieger haben, Mann. Ey, mein Teammate steht aber auch immer echt so rum wie so ein Baum da, angewurzelt irgendwo in der Gegend, macht gar nichts. Und jetzt... Dritter Versuch, zum Flieger zu kommen. Bin echt froh, dass hier gerade keiner aus meinem Team die Flieger haben will. Das ist sehr gut. So, wir hatten 3 Kills mit dem Flieger. Das heißt, wir müssen jetzt noch 2 machen, wenn es super leuchten würde. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist der erste. Very nice. So, jetzt hier nochmal. Da irgendwo könnten die sein. Oh, nein. Ah.
Ich finde das so schwer, die Leute auf dem Boden zu treffen. Manche sagen mir immer, geh in die Cockpit-Sicht. Andere sagen, geh nicht in die Cockpit-Sicht. Ich weiß auch nicht. Ihr könnt ja gerne schreiben, was ihr da besser findet, um auf dem Boden Leute zu treffen. Mir fällt es, glaube ich, leichter mit der Cockpit-Sicht. Obwohl ich fliege eigentlich so, dass ich auf gut Glück auf den Boden schieße. Und wenn ich halt Glück habe, wie gesagt, treffe ich da wen. Und dann habe ich einen Hitmarker drin bei dem. Und dann weiß ich, okay, da muss irgendwo einer sein und schieße einfach weiter auf gut Glück auf den Boden. Oder aber ich mache Kamikaze. Das sind meine beiden Optionen. Ganz toll. Ah, den habe ich nicht erwischt, beziehungsweise nicht getötet. Das zählt nicht als Heilung, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir auf jeden Fall Heilung auch kriegen. Und das Merkmal. Das Merkmal ist auch noch so eine Sache, auf jeden Fall. Aber erstmal hier den Flieger, damit wir das auf jeden Fall mal hinter uns haben. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, falls ihr den überhaupt kennt, den Fox McCloud. Woher? Und, jawohl, das war's mit den Fliegerkills. Das haben wir abgeschlossen, aber den da hole ich mir trotzdem noch. Hahaha. So, und jetzt hier noch irgendwo... Da, der Turm! Ich bin an der... Wow. An der Klippe zerschellt. War nicht absichtlich, ehrlich gesagt. Ich wollte tatsächlich noch gerade so kurz über dem Boden dann hochziehen, aber... Das sieht in meinem Kopf dann immer so geil aus. Dann denkst du so, ja, Piloten-Ass-Tombi, locker easy, zieh ich nochmal hoch kurz vom Boden und dann sieht es doch anders aus. Aha, hier, der Kollege hier. Haben wir natürlich nicht übersehen. Also ich bräuchte jetzt hier mal so ein paar Kollegen, die ich heilen könnte. Da ist meiner zum Beispiel, mein Freund hier. Der Baumjunge, der immer nur rumsteht. Heil ihn, Druide. Heilungsbonus, sehr schön, das hat gezählt. War die zweite Heilung, wenn ich mich gerade nicht täusche. Die machen hier wieder die Sniper-ATSTs. Oder der eine zumindest, der andere geht nach vorne, was ich ganz cool finde. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass viele von euch, ich merke das ja immer so wieder, dass so Gamecube-Ära, Gamecube-Wii-Ära, dass sie damit eher aufgewachsen sind, wenn sie was mit Nintendo am Hut hatten, dass sie dann vielleicht eher sowas wie Star Fox Adventure kennen aus dem Gamecube oder vom Gamecube, als dann vielleicht, ach, dieser andere, der mich da die ganze Zeit abschießt, ne? Ach gut. Geh da hoch, geh da hoch. Alter, das ist Heldensymbol. Ich darf Heldensymbol spielen, Mann. Ich darf es spielen. Wie geil ist das denn? Ich schaffe Greedo spielen. Alter. Ich werde nicht lange aushalten, ich weiß es. Und ich darf auch nicht allzu lange aushalten, denn ich muss auf jeden Fall Merkmal noch hochtreiben und Heilung machen, ne? Nicht vergessen. Aber wenn ich schon ein Heldensymbol so direkt vor mir sehe, dann muss man das auch ausnutzen, finde ich, oder? Jetzt vielleicht nochmal hier in die Echo-Base stürmen, das wäre awesome. 6 Kills ansonsten noch machen, das dürfte locker drin sein. Also aufs ganze Spiel gesehen jetzt hier. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist wahrscheinlich eher Merkmal hochtreiben, das dürfte das Schwerste sein. Ach, Greedo macht super viel Spaß. Ich mag Greedo. Irgendwie vor dem Spiel habe ich Greedo jetzt nie wirklich sonderlich gemocht oder sowas. Hab nie gedacht, Alter, Greedo, krassester Typ überhaupt. Weil im Film wird er ja auch relativ schnell abserviert, ne? Sagen wir es mal ernsthaft, wie es ist. Aber hier im Spiel, der macht super viel Spaß auf jeden Fall. Das muss ja sein, dass das Ding mich anvisiert und dass er hier den Berg nicht hochkommt, ne? Hab gedacht, laufe ich einfach dran vorbei. Alles gut, aber nein. Alter, der stellt sich aber auch so hin, dass ich nichts treffen kann, ne? Treff ihn! Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Und du auch! Sehen wir hier noch einen? Nein. Ich gehe mit Greedo einfach immer auch zu offensiv rein. Aber ich finde, Greedo ist ein sehr, sehr guter Held. Ich finde, Greedo sollte auch fast schon so der Maßstab sein für die Helden. Weil der ist nicht zu krass. Abgesehen davon, wenn man ihn komplett ignoriert, dann wird er wirklich krass. Aber der hält dafür auch überhaupt nichts aus. Da finde ich dann sowas wie Darth Vader oder aber auch Chewbacca oder sowas dann schon sehr viel zu krass. Im Gegensatz dazu sowas wie Greedo ist doch vollkommen okay. Da hat man auf jeden Fall auch die Chancen, den zu besiegen und so. Da sieht man das dann auch, wie gut das klappen kann. So, und ganz ehrlich, ich muss jetzt hier langsam wirklich leider, ich sag's so, wie es ist, ich muss leider sterben gehen. Ich werde jetzt sehr, sehr offensiv spielen hier. Weil sonst habe ich hier keine Chance mehr, mein Merkmal hochzutreiben. Was? Wie viel hat der gezogen? Oder hatte ich so wenig Leben? Der hat mir doch locker jetzt 10 Leben genommen, oder? Krass. So, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich muss doch auch hier irgendeinen finden, der stehen bleibt. Das ist ein bisschen doof mit dem Medidruiden. Ja, der hier. Und Medidruide, heil ihn. Zu spät, dummes Ding. Scheißteil. Wusste ja, dass ich das schon nicht mochte. Ich mochte das Ding noch nie. Boah, aber erstmal 20 Sekunden, bis es dann merkt, oh, da ist ein Game, da ist ein Typ neben mir, den könnte ich ja mal heilen.
Ich habe erst 2 Heilungen, Mann. Und mein Merkmal ist jetzt ganz unten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher schon was hatte. Heilserie? Hä, ich hab's geschafft? Haben sich da gerade Leute dran hochgeheilt? Locker easy habe ich's hingekriegt mit der Heilserie. Was habt ihr denn gedacht? Dachtet ihr, ich meine das ernst mit schlechter Heilungsdruide? Habt ihr doch nicht ernst gedacht, oder? Natürlich meine ich, dass das Ding super krass gut ist. Ich weiß ja nicht, was ihr immer denkt, ey. Hey, warum kann ich's denn nicht mal da hinstellen? Lass meinen Druiden in Ruhe. Oh nein, ist es nie ein Nump dahinter gewesen? Das Ding ist auf jeden Fall ganz gut, um das Merkmal hochzupushen, hat mir, glaube ich, der Stefano mal gesagt. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Oder irgendwer hat es mir zumindest mal gesagt. Ist nicht schlecht dafür. Siehst du, das ist gar nicht schlecht. Der hat sich jetzt da gerade dran hochgeheilt. Ist auf jeden Fall so der Easy-Trick, um das jetzt hier zu schaffen vielleicht. Wenn man hier immer einen hat, der sich da dran hochheilen kann. Hier, gehen wir mal zu dem Grabenkämpfermann hier. Hier, mein Freund. Guck mal, wie der da sogar hingreift. Und dann wird er einfach kaputt gemacht. Das ist jetzt enttäuschend. Ich weiß, ich gehe gerade sehr, sehr defensiv hier durch die Gegend. Aber das liegt auch daran. Das ist doch Nier Nump, oder? Das ist Nier Nump, oder? Ja, das ist Nier Nump. Alter. Von wo? Von was? Mann, hat der Medi-Druide auch lange Abklingzeit. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass der Nier Nump hier seinen Orbitalschlag hinballert. Muss irgendwo so ein paar Friends finden hier. Du bist nicht mein Friend. Alter, da spawnt einfach einer. Das ist einfach so lächerlich. Er spawnt einfach direkt neben ihm, obwohl ich mit ihm im Kampf bin. Da ist wieder einer. Den heilen wir jetzt. Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Jetzt mal ernsthaft. Das macht echt viel. Habt ihr das gesehen? Macht verdammt viel. Ah, ich habe kein Schild. Bloß nicht zu viel wagen hier. Das war gut. Das war noch besser. Da ist noch einer. Merkmal Stufe 3. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Alles gut. Wir haben alle Aufträge geschafft, wenn ich mich gerade nicht täusche. Das heißt, wir haben die Star Fox Challenge erledigt. Jawohl. Auch du wirst mich nicht aufhalten, Andross. Für alle Leute, die sich wundern, Andross ist der Bösewicht aus dem Spiel. Sehr gut. Obwohl ich nicht weiß genau, was man bei Star Fox Adventure macht. Da macht man irgendwas mit Dinos. Deswegen fand ich das auch immer so ein bisschen skurril. Weil eigentlich war man immer so der Flieger. Und dann macht man da auf einmal irgendwas mit Dinos. Und dann dachte ich mir immer so, hä, was? Das war auch irgendwie ganz, ganz anders als die anderen Spiele. Also eigentlich war Star Fox ja immer so ein Rail-Shooter fast schon, ne? Shoot'em-up, Rail-Shooter, wie nennt man das Genre davon? Tut mir leid, falls ich jetzt irgendwas Falsches sage. Oh Mann, der schießt auf mich, ich merke schon. Ich muss hier irgendwie in den Graben kommen, ohne dass ich sterbe. Alter, wie habe ich das geschafft? Und da ist noch einer. Meine Güte. Ich habe ja Kämpfernatur, das habe ich schon wieder vergessen. Ich regeneriere super schnell. Alter, wie die mich ja alle flankieren wollen. Was ist denn los hier? Habe ich wieder Kopfgeld auf meinen Kopf aussetzen lassen? Aus Versehen habe ich Jabba betrunken angerufen und ihm was erzählt oder was? Meine Fresse. Jetzt wollen wir hier noch die Runde gewinnen. Das sieht einigermaßen okay aus. Allerdings muss man hier auch sagen, am Ende können die mit einem guten Flieger hier mit so einem noch einiges reißen. Ich muss sagen, das Loadout ist gar nicht mal so schlecht. Also allgemein so Kämpfernatur. Ja, einer, der das nicht so oft spielt, aber man ist halt auch One-Shot, ne? Wenn man zu viel Schaden auf einmal kriegt, ist man halt weg vom Fenster. Ja, ansonsten, ich kann ja auch immer Deckung hinter meinem guten Roboter-Man nehmen. Ah, ne, der streckt die Hand leider immer random irgendwo in die Richtung aus, wo man es hingestellt hat. Ich war schon vorhin so ein bisschen beeindruckt, da dachte ich wirklich, der streckt die Hand dahin, wo ein Verletzter ist, aber macht er nicht. Naja, du bist auch beeindruckt, ne? Schon ganz schön cool, so ein Roboter. Ah ja, der staunt, der staunt. Da haben wir nochmal die Heilserie. Das ist sehr einfach mit dem Ding, weil wohl jedes Schubding zählt als einzelne Heilung. Und also jedes Mal, wenn er so Bakter ausstößt, zählt wohl einzeln, was sehr, sehr nützlich ist. So, jetzt hier nochmal aufräumen, die Leute. Ah, das ist die Power der DL44 auf Distanz. Da kann man nur applaudieren. Oder auch eher nicht. Der überhitzt schon, bevor ich den überhaupt tot kriege. Aber ich habe auch nie behauptet, dass die Waffe gut sei auf Distanz, ne? Jetzt haben wir das mal dahingestellt. Bringt einem eh nichts mehr, falls ich damit einen Kill mache. Tut's mir sehr, sehr leid. Challenge habe ich trotzdem geschafft, auch wenn wir hier womöglich noch verlieren. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das schaffen wir. Zwar knapp, aber wir schaffen es. Super, wir haben es geschafft.
Ihr könnt gerne schreiben, ob ihr überhaupt Fox McCloud kanntet, wie ihr die Challenge fandet und natürlich, welches Spiel, beziehungsweise aus welchem Spiel ihr ihn kennt oder welches Spiel ihr super gut fandet mit ihm. Ansonsten wäre es das wieder gewesen mit dieser Challenge. Wir gehen raus mit 42 zu 9. Muss aber auch sagen, das liegt teilweise an der Map hier, ne? Die ist super. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.